Ich traf Roxana auf Phydria. Sie sagte, wer an der Schlacht teilnehmen will, solle mit dir sprechen. Das ist ganz richtig. Ich bin Drakios. Alexios, ich interessiere mich für die Teilnahme an dieser... Wie hast du sie genannt? Die Schlacht der 100 Hände lockt Krieger aus der gesamten griechischen Welt an. Sie kämpfen um ein hübsches Sümmchen. Allerdings ist der Wettbewerb äußerst tödlich. Nur eine Person kann überleben. Mit Töten verdiene ich meine Drachmen. Diese Schlacht wird nicht anders sein. Fürwahr. Du hast das Aussehen eines mythischen Helden. Zukünftige Generationen werden mir zu Ehren Lieder singen. Wenn du an der Schlacht teilnimmst, hast du eine Chance, dich mit den Besten zu messen. Und weil die Schlacht von den mächtigsten und einflussreichsten Leuten in der griechischen Welt unterstützt wird, wird auch das Preisgeld immer höher. Wenn du damit die meinst, an die ich denke, würde ich sie gerne treffen und ein Wörtchen mit ihnen reden. In der Tat. Es ist die Art von Leuten, über die ich nie offen sprechen würde. Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, auch eine erbitterte Kriegerin. Eine Verwandte von dir vielleicht. Du meinst Deimos? Dann steht der Kult hinter dieser Schlacht. Darüber darf ich nicht reden. Nicht mit einem Teilnehmer. Aber wenn du die Schlacht der 100 Hände gewinnst, sag ich dir alles, was ich weiß. Ich will an der Schlacht teilnehmen. Das dachte ich mir. Die einzige Regel ist, dass sich jeder Teilnehmer mit einem anderen Teilnehmer vorbereiten und für den anderen bürgen muss. Ich war schon bei Roxana auf Hydria. Ich weiß. Sie wäre auch meine Empfehlung, da sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört. Bereitet euch zusammen vor, dann habe ich mit Sicherheit einen Platz in der Schlacht für dich. Ich bin bereit, teilzunehmen. Gewiss. Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Das wird Sparta nicht gefallen. Ich leg dich um!
Die Spartaner haben jetzt einen Vorteil weniger. So wie diese Krieger aussehen, werden wir eine denkwürdige Schlacht der 100 Hände erleben. Ich glaube, die Menschen werden noch jahrelang darüber. Eure Ausrüstung macht vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Tod aus. Also stattet euch bei Gernadios mit den besten Waffen und Rüstungen aus. Danke, Drakios. Seid bereit, Krieger. Die Schlacht wird bald beginnen. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände! Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lasst die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Ah!
zweite Signal. Das bedeutet, ein Viertel ist bereits tot. Ist gefallen. Sie kämpfen mit Obsidianschwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Vorbei. Riecht nach fauligen Eiern. Ja.
Hier kämpft jeder für sich selbst. Aber die arbeiten offenbar zusammen. Es ist fast vorbei. Ich sollte zurück zu Drakios. Die anderen Teilnehmer müssen irgendwo anders sein. Diese Leichen. Welch Vergeudung von Leben für den Spaß. Ich habe Roxana nicht unter den Toten gesehen. Mächtig all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Stattdessen kommen wir hierher nach Melos und schlachten uns wegen eines Beutels voller Drachmen gegenseitig ab. Gibt es einen letzten Herausforderer? Gewiss, den gibt es. Geduld, Alexios. Geduld. Rede, Drakios. Ist es Roxana? Hat sie überlebt? Der letzte Herausforderer nähert sich. Komm, Schatten des Vulkans im Osten statt. Unsere Vorbereitung scheint sich gelohnt zu haben. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Wir sind beide hier, um die Schlacht der 100 Hände zu gewinnen. Dann beenden wir es gemäß der Tradition. Es kann nur einen Sieger geben. Wenn das vorbei ist, werde ich Athena zu deinen Ehren ein Opfer bringen. Wir wollen doch einen denkwürdigen Kampf liefern! Feuer! Spielen wir keine Spielchen mehr, was? Tun wir nicht! Ja!
wird. Gibt es Gelb? Unsere... Ich geh nur... Wir können die... Wir nur... Nein! Ich will... So... Wenn... Widerliche! Und wir wollen doch einen denkwürdigen Kampf liefern! Die Götter haben mich verlassen.
Ich bringe diesen Schild zur Statue der Athena nach Athen. Mach's gut, tapfere Kriegerin. Gut gemacht, Söldner. Du solltest jetzt für die Zeremonie in die Stadt zurückkehren. Zuerst will ich die versprochenen Informationen. So läuft das nicht. Keine Spielchen! Was weißt du über den Kult? Um ehrlich zu sein, die Schlacht der 100 Hände war schon immer als Falle gedacht. Wir veranstalten sie seit Jahren in der Hoffnung, den Bruder der Kriegerin Deimos herauszulocken. Wie ich vermutet habe. Und du weißt, wozu ich fähig bin. Gewiss, das weiß ich. Ich habe heute schon viele getötet, Drakios. Einer mehr fällt nicht ins Gewicht. Heute verdiene ich mir einen großen Bonus von den Maskierten. Ich hätte das gerne woanders erledigt, aber... Ich werde gerade erst warm. Sag mir wohl, Abschau!